Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Das war jetzt ein komischer Augenbrauenzieher. Gut. Ja, heute ist Freitag und ja, da haben wir eine fette Motte an der Wand kleben. Entschuldigt, das habe ich gerade entdeckt. Oh Mann. Ja. Meine Videos sagen immer seriöser. Das ist echt nicht zu fassen. Ja, ich wollte euch heute mal was erzählen zum Thema Themen, die einen nerven. Irgendwann kommt dieser Punkt bei jedem Thema und es ist meistens so, dass dieser Punkt bei mir recht schnell erreicht ist. Aber in letzter Zeit muss ich sagen, ich habe auch ein Video dazu gedreht, ich gebe es zu. Und ja, es gibt so diese Themen, die einen einfach total auf den Keks gehen. Und dazu gehören so Themen, vor allem finde ich, Themen, an denen keiner was macht. Oder Themen, die nur da sind, damit irgendwie jemand Angst gemacht bekommt und sowas. Das finde ich so Themen, die mich persönlich total nerven. Also so ein Thema, wo nichts dabei gemacht wird, ist mit Steuern, von Besteuern von Großfirmen. Um das von letzter Woche noch aufzugreifen. Und etwas, wo ich finde, dass den Leuten Angst gemacht wird, ist der Artikel 13, habe ich ja schon mal gesagt. Und das sind so, wenn ich dann immer so höre, dass dann Leute teilweise 20 Videos gefühlt an einem Tag hochladen zu diesem Thema oder auch nur in einer Woche, dann finde ich es einfach viel zu deftig und vor allem finde ich das dann auch, kann man das doch dann gar nicht mehr richtig im Gehirn verarbeiten. Ich meine, es gibt so diesen Punkt, wo Informationen informativ sind und diesen Punkt, wo Informationen einfach nur zu viel sind. Ich finde, für mich persönlich ist dieser Punkt gekommen, wenn dich jemand über eine Stunde voll labert mit was, dann finde ich einfach nur so, mein Kopf ist voll, ich kann gar nichts mehr aufnehmen und alles, was er dann nur noch sagt, ist irgendwie für mich dann eher so der Punkt, ja, nett, dass du es erwähnt hast, aber ja, mehr brauchst du auch nicht. Und ja, ich finde dann, dass es für mich schwierig ist, wenn weiterhin zu folgen und Mama, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Ja. Und ich finde es dann auch schwierig, wenn dieser jemand dir dann auch gar keine Zeit mehr gibt, das zu verarbeiten. Und dich einfach immer weiter bombardiert mit Infos. Immer weiter, immer weiter. Und ja, ab einem gewissen Punkt kommt dann der Punkt, wo man nicht mehr zuhören kann. Und wenn man dann diesen Punkt überschritten hat, wo man nicht mehr zuhören kann, kommt auch dieser Punkt, wo man nicht mehr zuhören will. Dann ist einfach so dieser Moment, wo man sich denkt, nee, lass mich damit in Ruhe. Ich will jetzt nicht noch mehr davon hören. Und vor allem, oft ist es dann auch so, dass sich die Leute darin wiederholen, was sie sagen. Es sind dann Argumente, die sie schon vor einer Stunde vorgebracht haben, die dann aber unbedingt nochmal vorgebracht werden müssen, weil das sind ja wichtige Argumente und das macht den Unterschied und überhaupt und sowieso. Und alles, was du dir in dem Moment denkst, ist, ja, aber lass mich damit doch in Ruhe. Und ja, es ist dann irgendwie schwierig. Es gibt natürlich auch so Themen, die gehen dir total auf die Nerven. Du willst nichts mehr dazu hören, du willst gar nichts mehr davon wissen. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo du dann denkst, ja, aber jetzt habe ich eine Auszeit gehabt, jetzt kann ich es wieder verarbeiten und jetzt würde ich doch wieder gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Vielleicht auch andere Informationsquellen mal mit einbeziehen. Und dann ist es dann doch wieder etwas, wo du dich informierst. Und ich finde es eben ein Riesenfehler, wenn man Informationen gefühlt im Sekundentakt raushaut. Wenn man nämlich den anderen gar keine Zeit mehr gibt, die Informationen zu verarbeiten, sich Zeit zu nehmen, eigene Gedanken oder eigene Eindrücke dazu zu gewinnen, sich Zeit nimmt, auch mal darüber nachdenken zu können, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Familie, was bedeutet das für mein Umfeld, was bedeutet das meinetwegen für die Umwelt oder weiß der Geier was, dann ist es einfach so, dass es dann irgendwann doch der Punkt kommt, wenn man sich diese Gedanken macht, wo man dann denkt, ja, das sollte ich vielleicht auch was tun. Und ich finde, das Schwierige ist, wenn man Themen hat, die nur besprochen werden, immer nur besprochen werden, immer nur besprochen werden und nie sich was wirklich tut. Also ein Beispiel für mich jetzt auch sowas mit diesen ganzen Hartz-IV-Sachen. Ich habe da mich, als ich jünger war, mal informiert. Dann kam der Punkt, wo ich total genervt war. Und jetzt, wo ich wieder ein bisschen älter bin und wo es gerade auch diskutiert wird, finde ich es natürlich auch ein sehr interessantes Thema und beschäftige mich auch damit. Und ja,
Es hat für mich natürlich, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt theoretisch, nur mal als Beispiel, in der ARD die Themenwoche Hartz IV habe und nur diese Infos rausgeballert werden und man dann so dieses Gefühl hat, so, puh, der Kopf explodiert. Oder ob es dann so ist, dass du einmal alle paar Tage einfach eine schöne Diskussionsrunde dazu hast oder einfach auch mal andere, als so anderes aufbearbeitet bekommst. So eine Dokumentation finde ich in dem Punkt ist dann schwierig, weil ich dann finde, das ist dann eine Stunde oder auch nur 40 Minuten kompakt zusammengequetscht, das Thema, wo du dann in deinen Kopf reinkriegen sollst, was die da dir erzählen. So eine Diskussionsrunde jedoch ist etwas Lebendiges, etwas Aktives, etwas, wo viele Leute ihre Meinungen und ihre Ansichten dazu vortragen und du dann einfach auch mehrere Informationen auf einmal kriegst. Und das ist dann für mich was, wo ich dann eher besser folgen kann, weil es mich dann viel mehr interessiert und auch viel mehr mein Kopf dazu bringt, der Sache folgen zu wollen. Ja, gut, ich will mein Video nicht zu lang machen, sonst gehöre ich auch zu denen, die langweilen und dann nerven. Das will ich jetzt nicht machen. Darum will ich jetzt mein Video hier heute mal ausnahmsweise an dieser Stelle beenden, weil ich habe gerade noch einen Auflauf im Ofen und ich habe Hunger. Es tut mir echt leid, ich habe Hunger. Ich gebe zu, heute schnelles Video wegen Hunger. Das sind nur widrige Umstände. Das kann man verzeihen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, oder schreibt mir auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Ich werde jetzt meinen Auflauf essen gehen. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.